Hallo Leute da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich will ein ganz kurzes Video machen und vielleicht noch mal ein bisschen positive Energie versprühen. Nachdem mein letztes Video meiner Ansicht nach realistisch pessimistisch war, will aber trotzdem noch ein paar Lösungsoptionen weiter verfolgen, die ich angedeutet habe. Ich denke, es ist jetzt folgende Situation sicher gegeben. Menschen, die sich nicht testen lassen und auch die nicht geimpft werden, sind gesellschaftlich benachteiligt und werden ihre vollen Grundrechte niemals zurückerlangen. Ich denke, das gilt als sicher. Ich nehme das auch dem Gesetz, wo drin steht, Geimpfte und Getestete, die können in Geschäfte rein in den Einzelhandel, außerhalb von Supermärkten jedenfalls, und die anderen halt nicht. Ja, das ist eine relativ klare Sache. Wir diskriminieren hier Menschen und sehen sie als automatisch schuldig und Superspreader und krank an, obwohl 99,1% der Bevölkerung nichts haben. Das ist also eine völlige Verkehrung der Zustände. Es ist eine Beweislastumkehr, aber es ist, wie es ist. Und dieses Gesetz, davon gehe ich aus, wird immer wieder verlängert werden. Also das mit Befristung 30.06. kaufe ich nicht. Es wird einen Weg geben. Ich weiß noch nicht genau, wer das jetzt bestimmt, wie das weitergeht, aber es wird einen Weg geben, dass man das verlängern wird. Weil, und das denke ich, ist realistisch, wenn wir uns die Weltgeschichte angucken, dann können wir sagen, Menschen streben nach Macht. Es gibt immer welche, die nach Macht streben, und die nach Macht streben, möchten sie behalten. Und sie werden immer versuchen, die Macht, die sie haben, nicht mit zurückzugeben und zu behalten. Und so wird es auch hier sein. Diese Macht möchte man nicht mehr hergeben. Macht ist für viele Menschen eben auch, ja, wie sagt man so schön, ein Afro. Nee, ich krieg das Wort gerade nicht hin. Also quasi ist wie eine Droge, sagen wir es mal so. Aphrodisiakum? Ja, so war das Wort. Wie dem auch sei. Diese Macht wird man nicht zurückgeben. Man wird also dauerhaft auf eine Gesellschaft hinlaufen, die Leute entrechtet wie mich, die sagen, nein, ich mache das nicht mit. Der Punkt ist, dass über die Mutanten etc. immer wieder eine neue Grundlage geschaffen werden kann, über das massive Testen ebenfalls. Das heißt, es gibt viele Menschen, die glauben, das endet irgendwann. Nein, das glaube ich nicht. Man wird das ewig am Laufen halten. Man wird uns daran gewöhnen, dass die 4 bis 5 bei uns die Spritze abholen. Wir werden quasi das Gegenteil einer Melkkuh sein. Ja? Wir geben nicht Milch, also doch schon an Steuergeldern, und zwar nicht zu knapp, sondern wir kriegen noch was reingejagt, damit wir der willige Konsument sind, der die Kohle reinbringt, quasi die Cash-Cow. Das sehe ich so, und ich sehe auch, dass Leute dauerhaft diskriminiert werden, die da nicht mitmachen, wie ich zum Beispiel. Das ist für mich erstmal der Status, und den halte ich für sicher. Und ich glaube nicht, dass die Sache ändert. Das glaube ich nicht. Sondern man wird uns daran gewöhnen, an die New World Order. Man hat es uns ja auch gesagt, das ist die neue Welt, das ist New Normal. Und man wird uns daran gewöhnen, dass wir ewig Masken tragen, ewig Abstand halten, zu Hause sitzen, uns isolieren lassen, Ausgangssperren hinnehmen und die Wirtschaft gecrashed wird, um uns dann vielleicht auch in ein bedingungsloses Grundeinkommen zu führen. Siehe mein Video davor, da habe ich ganz viel zu gesagt. Ich will nicht alles wiederholen, aber das ist für mich der Status quo. So sieht es für mich aus. Die Frage ist jetzt, was tun wir? Ich habe sehr pessimistisch gesagt, verlasst das Land, wenn ihr könnt. Ja, wenn ihr noch ein freies Land findet und es verlassen könnt, halte ich das tatsächlich für euch persönlich für eine gute Lösung. Wenn ihr noch ein freies Land findet, das Problem ist, der Wahnsinn ist ja weltweit. Deshalb ja auch die Parallele zur sogenannten New World Order. New Normal. Global gesehen, also weltweit, wo ist denn da der Unterschied zu New World Order? Wisst ihr, was ich meine? Also, das sieht für mich aus, als würde das eben so gut überall laufen, und wer nicht will, wird auf Kurs gebracht. Siehe, könnte man spekulieren, Tansania. Muss nicht sein, könnte aber. Das bedeutet also, dass es sehr schwer wird, noch irgendwo hinzugehen, wo der Wahnsinn nicht ist, und die Frage ist auch, ob der Wahnsinn dort irgendwann auch einzieht. Das ist die eine Geschichte. Nichtsdestotrotz, wenn man es kann und in Länder gehen kann, wo es lockerer ist und wo man nicht wie eine Milchkuh behandelt wird wie in Deutschland, ich kann es keinem verdenken, der geht. Ich kann es verstehen, wer auswandern sagt, ich zeige die ganze Scheiße nicht mehr und lass mich dann auch noch einsperren, das will ich nicht. Das ist Nummer eins. Jetzt komme ich aber zur Lösung für Leute wie mich und für Leute, die eben nicht die Kohle haben, einfach wegzugehen. Und das nennt sich Parallelökonomie, so nenne ich das. Das wird wahrscheinlich auch der Titel werden. Wir können nur Folgendes machen. Wenn wir zur diskriminierten Klasse gehören, zur Paria-Klasse, die immer weniger Rechte bekommt, und das wird noch drastischer werden. Das wird noch drastischer werden, das sage ich euch. Ja, ich gehe davon aus, dass vom Impfpass irgendwann ganz viele Dinge abhängen, wie nicht nur Besuch von Theater, Kino und so weiter, sondern eben auch vielleicht der Job oder eben die Miete.
ja, die Wohnung etc. Dann werden halt nur noch Geimpfte genommen. Das ist das, was ich denke. Das würde auf Dauer bedeuten, dass man eine Paria-Klasse der Systemkritiker schafft, die man an den Rand der Gesellschaft abschiebt, denen man bis auf die nötigsten Grundmittel alles verweigert und die man stigmatisiert und ausgrenzt. Das ist das, was ich vermute, was kommen wird. Diesem können wir aber entgegenwirken, indem man die Leute sammelt, die genauso denken. Man kann nämlich einen Vorteil nutzen. Die Deutschen haben verlernt, sich so gegenseitig zu vernetzen. Dazu habe ich viele Videos früher gemacht zur Vernetzung und das greife ich an der Stelle wieder auf, weil es jetzt dringend geworden ist. Ich gebe euch ein ganz kurzes Beispiel, was Türken angeht. Türken in Hannover. Wenn einer im Bus fährt, ein Türke, dann trifft er hundertprozentig einen anderen Türken im Bus, mit dem er sich unterhält. Da kennt einer den anderen. Das ist irgendwie so. Dann gehst du nach Hannover und dann hast du deine türkische Bank, deinen türkischen Gemüsehändler, deinen türkischen Friseur, deinen türkischen Barbier, deinen türkischen Supermarkt. Du brauchst nicht mehr zu den Deutschen gehen. Du brauchst auch nicht die deutsche Sprache können dafür. Du brauchst auch nicht zur deutschen Bank gehen und dein Konto da aufmachen. Du kannst komplett in einer parallelen Welt leben, die abgeschottet ist von den Deutschen. Warum sage ich das? Nicht, weil ich Migrationskritik üben will, sondern weil ich sagen will, diese Leute haben einen Staat im Staate gebaut. Die haben eine Community, die abgekoppelt ist vom Rest. Die haben auch ganz häufig tatsächlich gar nicht so viel Umgang mit Deutschen. Viele von denen bleiben unter sich. Das ist ein Fakt. Was will ich damit sagen? Das können wir uns zum Vorbild nehmen. Das können wir auch. Wir können auch unsere parallele Wirtschaft aufbauen. Nur mit Leuten, denen wir vertrauen, mit Leuten, die kritisch sind, mit Leuten, die im Widerstand sind, mit Leuten, die selber denken, mit Leuten, die nicht mitmachen, mit Leuten, die Impfgegner sind und so weiter. Das können wir auch. Wir können ebenso eine parallele Wirtschaft aufbauen. Wir müssen uns nur vernetzen und überlegen, wer kann was, wer kann welche Leistung erbringen. Und dann versuche ich eben bei dem zu kaufen und nicht bei wem anders. Lass es ein bisschen teurer sein. Was soll's? Du kommst ja langfristig in die Sachen eh nicht mehr rein. Das heißt, es macht Sinn, sich gegenseitig zu vernetzen, zu solidarisieren und miteinander zu handeln und eine parallele Wirtschaft aufzubauen, die unabhängig von dem Druck des Staates funktioniert. Irgendwie ist meine Kamera ständig am Zoomen. Keine Ahnung warum. Egal. Hört mir im Zweifelsfall einfach zu und guckt nicht hin. Also, wir brauchen eine parallele Wirtschaft. Das ist dann eine echte Solidargemeinschaft wieder. Das, was wir eigentlich verloren haben, können wir damit neu schaffen. Eine echte Solidargemeinschaft auf Basis von Leuten, die wirklich starke gemeinsame Werte haben, sie vereinen. Und das ist übrigens nicht national gebunden, sondern das ist eine Sache, die auf einem Wertebekenntnis entsteht, sozusagen. Das heißt, wir können einmal eine parallele Wirtschaft bauen und uns versuchen, unabhängig zu machen und zu sagen, ihr wollt, dass in eure Kinos reingehe? Brauche ich nicht, mache ich selber. Ich mache selber. Ich mache mein eigenes Ding. Ich koppel mich von euch ab, weil es ist nicht. Ich will nicht, dass wir uns bewusst abkoppeln. Das will ich damit nicht sagen. Aber der Punkt ist, es wird passieren. Man wird uns abkoppeln. Also machen wir aus der Not eine Tugend. Das ist die erste Sache, also die parallele Wirtschaft. Die zweite Sache ist, überlegt euch, ob ihr Wohnprojekte macht. Zusammen. Ob ihr Kommunen bildet, Resthöfe kauft, wieder ein bisschen zum Selbstanbauen übergeht und so weiter und euch unabhängig macht in eigenen Siedlungen im Lande. Das kann euch keiner verbieten, noch nicht. Natürlich fördern wir immer die Blase dann und in einer Parallelwelt zu leben, aber der Punkt ist ja, wir werden ja langfristig sowieso aussortiert. Das wird sich ja nicht vermeiden lassen. Guckt euch an, was in einem Jahr passiert ist. Geh mal ohne Maske raus heute. Guck mal, wie die Leute reagieren ohne Maske. Geh mal und mach eine Demo für die Grundrechte. Da schreien die am Straßenrand teilweise. Euch sollte man einsperren. Diesen Leuten ist nicht zu helfen. Und 90% sind wahrscheinlich so. Vielleicht sind es nur 80% und 10% schweigen, aber 10% sind hardcore auf jeden Fall gegen euch, wenn das mal überhaupt reicht. Und hinzu kommt, ich denke, die Grünen werden jetzt nach oben gepusht zum Bundeskanzler. Manchmal denke ich, das wirkt alles wie ein Drehbuch hier mit den Grünen. Also mag auch sein, dass die Leute so sind und das wirklich so wollen. Ich kann das rational nicht nachvollziehen. Mag auch sein, dass die Wahlen teilweise gefälscht sind. Wahrscheinlich ist es eine Mischung. Aber die Grünen werden jetzt nach oben befördert, denke ich. Was das bedeutet, habe ich ja schon angedeutet im letzten Video. Fakt ist aber, dass die höchstwahrscheinlich dann eine Fleischsteuer machen werden und diverse andere Dinge.
Die werden versuchen, Zwang aufzubauen auf dich, wie du dein Leben zu leben hast, was du zu essen und zu trinken hast, wie du dich zu verhalten hast, etc. Diesem Zwang muss man oder sollte man ausweichen, indem man eben diese parallele Wirtschaft aufbaut. Ich kann auch zum Beispiel einen Bauernhof haben und selber schlachten und Eigenverbrauch machen. Dann kann ich sagen, deine Fleischsteuer ist mir scheißegal. Ist vielleicht eine Möglichkeit. Also darüber kann man nachdenken. Also einmal gated communities, wo Leute selber leben, wo du vielleicht auch ein bisschen libertär bist und auch eine eigene Zwischenrechtsprechung hast, wo du selber deine Sachen erstmal regelst mit einem freiwilligen Schiedsgericht, also, ne, mit solchen Sachen, über Mediation, Supervision etc. Das kann man ja alles machen. Die anderen machen es auch. Die Türken machen es genauso. Die islamische Community hat ihre Friedensrichter. Nicht, dass ich das gutheißen will, prinzipiell, ja. Eigentlich sollte es so nicht sein. Aber ich sage dann, gut, wenn man uns in die Richtung zwingt, können wir das auch selber machen. Dann ist es so. Alles, was wir tun müssen, ist unsere Netzwerke nutzen, uns über unsere Stärken austauschen, eventuell auch wirtschaftliche Plattformen zu bauen, wo nur die Leute sind, die mitspielen mit uns und uns zu vernetzen und das aufzubauen. Und es wird auch höchste Zeit, das zu tun, denn der Druck wird größer werden. Und ich wette mit euch, dass wir ganz harte Verordnungen noch bekommen werden. Und am Ende, auch das ist eine Prognose, wird man die Zahlen sicherlich nach oben treiben. Ich glaube nicht, dass man uns freilässt. Ich glaube, man wird die Zahlen nach oben treiben und dann gibt es eben auch eine Ausgangssperre am Tag. Oder irgendwie sowas. Das halte ich für realistisch. Also, nochmal. Baut eine Parallelwirtschaft auf. Fangt heute damit an. Ja? Und baut Communities auf. Die Hippie-Kommune quasi, libertäre Kommune, ja, was auch immer. Und vernetzt auch diese untereinander und baut ein paralleles Wirtschaftssystem auf und ein paralleles Wohn- und Lebenssystem. Wir brauchen jetzt eine Art neues Ideal. Wir brauchen einen Alternativentwurf zum Leben im Zwang eines Staates. Und noch kann man diesen Alternativentwurf bauen. Wir sind noch so frei, dass wir es tun können. Ich sage allerdings auch, es hat auch Risiken. Wenn ich alle Kritiker in einer Kommune an einem Platz habe, sind die leicht überwachbar, leicht infiltrierbar und im Zweifel auch leicht verhaftbar. Denn ich sage auch, der Staat kann auf Dauer solche florierenden Kommunen, die ihren eigenen Weg gehen, eigentlich nicht dulden. Der Staat möchte seine Macht, die Menschen dort im Staat möchten die Macht und sie können es eigentlich nicht dulden auf Dauer, dass jemand sich dem entzieht. Das ist das Risiko dabei. Aber es ist erstmal eine Möglichkeit, bis man andere Möglichkeiten vielleicht gefunden hat oder bis die Stimmung vielleicht nochmal kippt. Wie gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit der exogenen Störgröße, dass so viele Leute pleite gehen am Ende, dass die Grünen uns den Todesstoß geben, dass Deutschland in Trümmern liegt am Ende und dass die Leute dann doch nochmal den Arsch hochkriegen und sagen, nee, das läuft so nicht, wir wollen das nicht mehr. Die Resthoffnung besteht, aber im Augenblick gehen wir erstmal durch eine Zeit der Härte und der Diktatur und wir müssen jetzt zusammenhalten, müssen Solidarität haben und uns gegenseitig auffangen und helfen. Das ist der Sinn von Gemeinschaft und Solidarität. Das hat die große Gemeinschaft in Deutschland vergessen. Da haben wir nur noch Spaltung und Gräben. Aber wir haben die letzten Jahre Solidarität aufgebaut und damit etwas geschaffen, was lange vergangen und verloren war. Und das müssen wir nutzen. Von daher baut heute die Parallelwirtschaft auf, baut heute an euren Projekten, überlegt euch, mit dem ihr was machen könntet und ob man gegebenenfalls sich sogar wohntechnisch vernetzt. Das ist meine Idee. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ich bin gespannt. Wir hören uns demnächst wieder.